Politik im Fokus. Heute mit den drei Kantonsräten, die in ihrem Wahlkreis das beste Resultat gemacht haben, über alle Parteien hinweg. Zum einen Claudia Graf aus dem Rheintal von der FDP, der Beat Tinne aus dem Werdenberg, ebenfalls von der FDP, und der Thomas Schwarzenegger aus dem Sarganserland von der CVP. Grüezi miteinander. Hallo. Jetzt momentan dominiert ein Thema, das Coronavirus. Claudia Graf, wie beeinflusst das Ihren Alltag? Ja, da kann man nicht mehr viel von Alltag schwätzen. Natürlich, die Restaurants sind ab Mitternacht zu. Das bedeutet für unsere Brauerei, dass irgendwo ein grosser Teil des Umsatzes jetzt einfach mal schlagartig wegbricht. Und jetzt muss man sich mit dem auseinandersetzen und muss für das Lösungen finden, wie dass man die schwierige Zeit kann überbrücken kann. Wird denn jetzt weniger produziert oder wie sieht auch in der Produktion bei Ihnen aus? Ja, da ist natürlich so, dass in nächster Zeit sicher weniger produziert wird, weil man davon ausgeht, dass man auch weniger nachgefragt wird. Also das Thema Kurzarbeit ist natürlich sehr zentral. Und für daher, dass wir da vorbereitet sind, ist man jetzt noch am Produzieren, aber nur noch diese Woche. Beat Tinne, Sie sind Gemeindepräsident in Wartau. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist so die Aufgabe von einem Gemeindepräsident in dieser außerordentlichen Lage? Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Aufgaben. Einerseits das Auffahren vom regionalen Führungsstab, dann aber auch sicherstellen, dass auch der Verwaltungsbetrieb auch inskünftig funktioniert. Behörden mussten Entscheid fällen, zum Beispiel über das Verschieben bzw. das Verlegen von der Bürgerversammlung an Turnen. Und so sind natürlich verschiedenste Aufgaben, die jetzt zu uns herkommen. Was aber natürlich auch zugenommen hat, sind Anfragen von besorgten Unternehmerinnen und Unternehmern, vor allem Einzelunternehmen, aber dann auch Restaurants. Also es geht jetzt eigentlich genau in dieser Branche jetzt los, wo wir auch spüren mit Anfragen, Kurzarbeit oder eben vor allem aus dem Umstand, dass die vor allem keine Kurzarbeit können, beanspruchen. Da sind jetzt alle, also viele vor grossen Sorgen und nicht liquiditätsmässig, aber auch, wie es in Zukunft weitergeht. Bertina, Sie sind ja auch noch im Regierungsratswahlkampf momentan für den zweiten Wahlgang, der am 19. April stattfindet. Wie sieht denn der aus? Kann man da noch irgendwelche Aktionen machen? Weil ich kann mir vorstellen, einen Bahnhof kann man ja nicht, da hat es keine Leute mehr und das Restaurant Dorfbeizen ist auch zu, wie wir gehört haben. Ja, es sind tatsächlich zwei Kommunikations- und Interaktionswege weggefallen. Der direkte persönliche Kontakt an den Bahnhöfen, aber auf der anderen Seite Publikumsveranstaltungen, sei das in Sälen, in Restaurants oder in öffentlichen Einrichtungen, die fallen weg. Also tut sich sehr stark, gehe ich davon aus, jetzt auf das geschriebene Wort, auf Plakate, dann aber natürlich auch auf Flyer konzentrieren, Zeitungsinserat. Und ich gehe auch davon aus, dass durchaus der digitale Weg könnte jetzt ein Thema sein, das man im Wahlkampf bespielen kann. Thomas Schwarzenegger, Sie sind Arzt. Der Coronavirus hat unser Leben jetzt verändert. Müssen wir Angst haben vor dem Virus? Ich persönlich habe überhaupt keine Angst. Und ich hoffe, dass niemand Angst hat, weil Angst ist ein ganz schlechter Begleiter und Berater. Ich bin auch fest überzeugt, dass wir in der Schweiz die Mittel und Möglichkeiten haben, in dieser außergewöhnlichen Situation die richtigen Antworten zu finden und die Bevölkerung gut durch diese schwierigen Tage zu begleiten. Ich glaube, der richtige Begriff wäre Respekt. Man muss Respekt haben und man muss das Richtige tun, und zwar jeder. Jeder muss mit Selbstdisziplin und Eigenverantwortlichkeit sich in diesen Tagen bewegen. Und jeder muss auch an die besonders Verletzlichen denken, die Behinderten, die Betagten, und da auch mit einem Solidaritätsgedanken eben auf manches verzichten, was man sonst gerne tun würde. Wie beeinflusst denn das Virus Ihren Alltag? Auch schon sehr konkret. Wir bekommen eigentlich täglich aus diversen Kanälen Nachrichten, neue Richtlinien, Aufforderungen. Heute bin ich zum Beispiel ganz konkret dran gewesen, meine Operationstage in den nächsten Wochen durchzustrählen, um zu schauen, welche Patientinnen und Patienten müssen operiert werden, also haben irgendwelche notfallmäßigen Operationsindikationen, und bei welchen Patienten
Patientinnen und Patienten handelt es sich um Wahleingriffe, die verschoben werden können, weil es ist tatsächlich so, wir brauchen in den Spitälern jetzt alle Ressourcen. Wir dürfen uns nicht blockieren mit Behandlungen, die verschiebbar sind. Und da ist jetzt jeder gefordert, ich auch gerade, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Kommen wir von dem aktuellen Thema ein bisschen weg. Die Kantonsratswahlen haben wir ein bisschen hinter uns. Im ganzen Land haben sie das beste Resultat gemacht. 6.448 Stimmen, fast 500 Stimmen mehr als der Zweitplatzierte. Hat man da im Nachhinein analysiert, wie sie zu dem guten Resultat gekommen sind? Was ist da Ihr Geheimrezept? Also Geheimrezept habe ich wirklich keins und ich habe das Resultat auch nicht gesucht. Ich denke, das trifft wahrscheinlich für uns alle drei zu, die wir hier stehen, wenn man es analysiert. Ich habe natürlich keine vertieften Analysen gemacht. Ich nehme einfach zur Kenntnis, dass es natürlich Stimmen aus allen Lagern braucht. Das braucht es, damit man am Ende wirklich oben ausschwingt. Und das war bei mir so. Ich habe wirklich von der SVP bis zur SP Grünen Stimmen holen können. Und das freut mich natürlich, weil das ein gewisses Grundvertrauen zeigt. Bert Tinnerau, Sie haben ein Glanzresultat hergebracht. 3.596 Stimmen haben Sie geholt. Über 800 mehr als der Zweitplatzierte im Werdenberg. Haben Sie so ein Glanzresultat erwartet? Nein, ich habe es eigentlich nicht erwartet. Vor allem, weil ja nicht ganz sicher war, wie sich auch der Regierungsratswahlkampf auf Kantonsratswahlen auswirken tut. Aber es ist für mich einerseits Vertrauensbeweis, andererseits aber auch Verpflichtung, auch weiterhin gute Arbeit zu leisten. Es ist ein Auftrag, den ich so mitnehme von der Bevölkerung, von der Wählerschaft, sich jetzt hier als Kantonsrat für den Kanton sich einzusetzen, vor allem aber auch Sachpolitik zu betreiben. Im Kantonsrat hat es mit einem Glanzresultat gelangt, noch nicht ganz gelangt hat es im Regierungsrat. Haben Sie das analysiert? Wieso hat es dort noch nicht ganz gelangt? Ja, ich glaube, das ist relativ einfach auszumachen. Bei 10 Kandidierenden bin ich immer von einem zweiten Wahlgang ausgegangen. Ich habe hier im Werdenberg, im ganzen Land, sehr gute Resultate können verzeichnen. Aber auch in der Stadt St. Gallen bin ich sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Und jetzt möchte ich natürlich dann im zweiten Wahlgang das Resultat natürlich noch weiter festigen. Claudia Graf, Sie sind das erste Mal für ein politisches Amt angetreten, sozusagen von Null auf Platz 1. Gerade am Anfang schon 5.854 Stimmen haben Sie geholt, so gerne 4 Stimmen mehr als der bisherige Kantonsrat Sandro Hess. Sind Sie von dem Resultat überrascht gewesen? Ja, sehr. Also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wüsste auch nicht, wieso. Also auf unserer Liste war es ja so, dass bin ich einmal aufgeführt auf der Liste im Vergleich zu meinen Kollegen, was natürlich dann das Resultat umso mehr überrascht hat. Ich glaube, es ist eine Art Gleiche wie bei meinen Kollegen. Es sind Wähler, haben mich angekreuzt oder mich gewählt, wo aus allen Lagern raus. Und das hat dann zu diesem Ergebnis geführt. Ich glaube, man darf sie noch als politische Quereinsteigerin bezeichnen, aber auch als Überflügerin jetzt nach dieser Wahl. Sie sind aber ja nicht das erste Familienmitglied aus der Familie Graf, die im Kantonsrat jetzt ist. Ja, also da habe ich dann auch erst nach meiner Wahl erfahren mit meinem Vater. Am nächsten Tag ist er gekommen mit der grossen Aktentasche von meinem Grossvater und hat sie auf den Tisch gestellt. Und er hat gesagt, ich kann jetzt nicht, um auf St. Gallen zu gehen. Es ist so, dass seit meinem Urgroßvater, also dem Gründer von der Brauerei Sonnenbräu, schon ist, jede Generation ist im Kantonsrat gewesen. Also die Tasche haben Sie sozusagen jetzt schon. Wie schafft man sich denn jetzt auf das Amt ein? Ja, das kommt jetzt alles auf mich zu. Also da wird sicher ein riesen Berg voller Papier geben, zum Studieren und zum Bearbeiten. Ich habe das Glück, dass ich eine gute Freundschaft schon pflege zu anderen Kandidaten oder eben anderen Kantonsräten. Und ich glaube, die tun mich sehr gut unterstützen und mich auch einführen, dass ich dann möglichst bald auch etwas beitragen kann. Beat Tinner, Sie sind politisch schon sehr erfahren. Was für Tipps geben Sie der Claudia Graf, Ihrer Parteikollegin, mit auf den Weg?
Ja, ich glaube, sehr entscheidend ist, sich vernetzen über Parteigrenzen hinweg, gute Arbeit leisten in der Fraktion selber, dort mitmachen, aber auch Kontakte und Freundschaften mit anderen Kantonsratskolleginnen und Kollegen pflegen. Und dann bin ich überzeugt, gibt es auch gute sachpolitische Entscheidungen, wenn man vielleicht in der Stossrichtung nicht immer gleicher Meinung ist. Thomas Wachzinek, wie sieht es bei Ihnen aus? Mögen Sie sich noch daran erinnern, das erste Mal in den Kantonsrat zu gehen, an eine Session zu gehen? Was war das so für ein Gefühl gewesen? Also ich möchte doch daran erinnern, für mich war das ein sehr emotionaler Moment. Ich bin ja 1998 eingebürgert worden und deshalb eigentlich umso mehr. Es war für mich ein sehr bewegender Moment einerseits. Andererseits, da möchte ich ganz ehrlich sein, hat mich die erste Session oder besser gesagt die ersten Sessionen, fast das erste Jahr auch sehr belastet, weil ich eben auch ein Quereinsteiger war. Erst alle Sitten und Gebräuche sozusagen habe kennenlernen müssen, mich erst zurecht abfinden müssen. Es war eine intensive Zeit und vielleicht habe ich auch ein bisschen zu hohe Ansprüche an mich selbst gestellt, war verunsichert. Heute würde ich jedem, der neu beginnt, empfehlen, zurücklehnen, genießen den Moment der Vereidigung und dann mit der Selbstsicherheit in das Amt gehen, das man auch braucht. Und nach 6 bis 12 Monaten hat es dann eigentlich jeder kapiert und kann es auch gut ausfüllen. Scheinbar haben Sie den Job seit dem 98 gut gemacht, dass Sie so ein Spitzenresultat erreicht haben. So ein Resultat verpflichtet natürlich auch. Was wartet da auf Sie die nächsten 4 Jahre? Was für politische Geschäfte stehen an? Also ich empfinde es eigentlich so, dass viele Geschäfte teilweise aus dem Nichts aufpoppen. Das lässt sich sehr schwer jetzt über 4 Jahre voraussagen, welche Geschäfte wichtig sein werden und welche nicht. Man muss eigentlich immer bereitstehen und sich auch neu orientieren können. Ohne Frage, momentan beschäftigt uns alle sehr und das schon seit längerem die ganze Spitalstrategie. Das kostet auch viel Energie. Aber ich denke und hoffe, dass wir da doch in den kommenden Monaten zu einem guten Ende kommen werden und dann warten weitere Aufgaben an uns. Vielleicht darf ich ein Thema gerade benennen, das mich speziell beschäftigt. Das ist die schwarze Liste. Ich habe noch vor etwa 1,5 Jahren selbst im Kantonsrat mich sehr hinter die schwarze Liste gestellt, sie verteidigt. Unterdessen sehe ich die Dinge deutlich anders und das wird ein Geschäft. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal darauf zurückkommen können, mit dem wir uns nochmal befassen müssen. Ich glaube, es ist nicht mehr richtig, dass wir die schwarze Liste haben. Sie sind ein Vertreter aus unserem ganzen Land. Wie fest oder wie gut kann man sich denn im Kantonsrat auch für eine Region einbringen? Ja gut, wir sind aus der Region gewählt und es braucht beides. Es braucht immer den Blick für den ganzen Kanton, aber es braucht schon auch die Vertretung der Region, aus der man kommt. Das scheint mir unerlässlich. Von daher ist man, da steht ja auch auf unseren Flyern drauf, also bei mir stand Sarganserland ins Zentrum. Also ich möchte schon die Geschäfte auch mit einem festen Blick auf Sarganserland behandeln. Das ist keine Frage. Bertine, Sie sind als Kantonsrat ja auch als Vertreter vom Werdenberg gewählt worden. Was für Geschäfte stehen denn für das Werdenberg aktuell an? Ja, ich gehe davon aus, in den nächsten paar Jahren wird natürlich ein berufsbildendes Thema sein. Und zwar aufgrund von einem Postulatsbericht, den die Regierung ausschaffen muss. Da geht es natürlich im Werdenberg auch um den Fokus zusammen mit dem Sarganserland. Eine Schule, 2 Nationen, 3 Standorte. Und ich denke, das wird uns irgendwann in den nächsten 3-4 Jahren noch beschäftigen. Ich gehe aber auch davon aus, dass jetzt gerade die Corona-Krise mit der wirtschaftlichen starken Eintrübung nicht nur das Werdenberg, sondern den ganzen Kanton wird beschäftigen. Und darum habe ich natürlich als Werdenberger Kantonsratsvertreter und als Fraktionschef bis jetzt in dieser Funktion natürlich auch immer wieder versucht, den gesamtheitlichen Blick auf den Kanton zu legen, auf alle Themenkreise. Und das habe ich auch immer wieder sehr spannend gefunden. Sie sind aktuell im Wahlkampf. Vielleicht können Sie uns noch ein paar Stichworte sagen, was Sie auch schon geleistet haben für den Kanton oder für die Region hier im Werdenberg, im südlichen Kantonsteil speziell. Ja gut, also da ist natürlich NTB, die neue Fachhochschule, dann aber auch der Doppelspurausbau
im Rintal, wo jetzt in der Realisierung ist. Das war eine langjährige Bemühung. Also das sind wirklich sehr zentrale Infrastrukturaufgaben, die man durch Hartnäckigkeit können, erfolgreich sozusagen ins Trockene bringen. Sie sind nicht nur Kantonsrat, sondern auch noch Fraktionspräsident. Was hat denn der Fraktionspräsident so für eine Aufgabe für Leute, die sich jetzt vielleicht mit Politik nicht so gut auskennen? Ja, der Fraktionspräsident führt die Fraktion führen, leiten, muss aber auch versuchen, zusammen mit dem Fraktionsvorstand Schwerpunkte setzen, zusammen auch mit der Partei, also das Parteiprogramm versuchen umzusetzen. Das ist eine sehr spannende Aufgabe, nebst der, also der sachpolitische Teil, nebst der organisatorischen Fragestellungen. Jetzt im Wahlkampf betonen Sie auch, dass eben der südliche Kantonsteil einen Regierungsrat braucht. Wieso da? Weil der Regierungsrat muss ja dann für den ganzen Kanton da sein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass in der Regierung alle Regionen oder auch verschiedene Regionen vertreten sind. Und da hat sich jetzt gezeigt, dass sich eigentlich sehr stark die Regierung mit den bisher gewählten primär im Gürtel zwischen Wil und St. Gallen bewegen tut. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass auch der südliche Kantonsteil, aber auch das linke Gebiet, das Rheintal, ebenfalls einen Vertreter in der Regierung haben. Claudia Graf, jetzt denn neu im Kantonsrat, für was für so Schwerpunktthemen wollen Sie sich stark einsetzen? Also ich glaube, ich bin von vielen Wählern gewählt worden, weil ich aus dem Gewerbe bin. Also für mich eine grosse Aufgabe ist es sicher, das Gewerbe möglichst gut zu vertreten in St. Gallen. Das heisst Anliegen, die unsere KMU, aber auch unsere kleinen Firmen, unsere Einzelfirmen beschäftigt. Das ist sicher irgendwo Bürokratie. Jetzt kann man sagen, Bürokratie ist ein Schlagwort. Speziell im Rintel auch beschäftigt uns die Raumplanung, also die ganze Verkehrssituation, die Arbeits-, Wohn- und Lebensraum Rheintal, dass wir eben auch Fachkräfte können ins Rintel holen können, dass wir attraktiv sind, um bei uns zu arbeiten, aber eben auch wohnen. Und das ist etwas, was das Rintel beschäftigt und das ist auch eine Aufgabe, die ich mir vornehme. Sie sind eine Vertreterin von der jungen Generation. Wenn man so ein bisschen geschaut hat bei den Wahlen, die Stimmbeteiligung war nicht wahnsinnig hoch gewesen. Vielleicht auch, weil die Jungen ein bisschen zu wenig tun gehen. Haben Sie da Ziel gesetzt oder wie wollen Sie vielleicht auch junge Leute mobilisieren und motivieren, zum wählen und abstimmen zu gehen? Ich mache das regelmässig, also ich klar in meinem eigenen Umfeld, aber auch über Bekannte oder auch immer, wenn es die Situation ermöglicht, rede ich mit jungen Leuten, frage sie, warum dass sie wählen oder eben nicht wählen. Ich stelle immer wieder fest, dass es ein Schlagwort gibt, das bei den Jungen sehr gut ankommt und das ist das Thema direkte Demokratie. Wie funktioniert unser politisches System, wenn wir Parteien nicht haben und wenn wir eben auch die Wähler nicht haben? Also wenn die Bevölkerung nicht mehr geht, wählen dann, und auch Parteien nicht unterstützen, dann haben die Parteien keine Möglichkeit mehr zum kommunizieren. Sie können ihre Meinungen nicht mehr vertreten und die Bevölkerung kann sich auch kein Bild mehr machen. Darum, jeder, der an der direkten Demokratie hängt, an dieser Möglichkeit, dass man selber keinen Einfluss nehmen auf die Politik, denen lege ich den sehr ans Herz. Geht wählen, engagiert euch engagieren in den Parteien. So retten wir unser System. Die nächste Wahl steht bevor, am 19. April. Das Rheintal hat schon länger keinen Regierungsrat mehr stellen. Jetzt mit dem Beat Tinne stellt sich jemand aus dem Werdenberg zur Verfügung. Wäre da auch ein Vertreter für das Rheintal und vielleicht auch für die Frauen, wenn man sie als Frauenvertreterin anschauen will? Ja, auf jeden Fall ist der Beat Tinner ein Vertreter für das Rheintal. Es ist ein grosses Anliegen, glaube ich, von der Bevölkerung, dass man die Regierung eben auch aus unserer Region vertreten ist. Darum ist das nicht nur für die Gesamtbevölkerung wichtig, sondern eben auch für die Frauen. Also auf klar, für uns Frauen ist es besonders wichtig, genauso für, wie für alle, dass eben aus der Region jemand da ist. Der Beat Tinner setzt sich für Anliegen an, die uns alle betreffen, sowohl Mann als auch Frau. Darum ich tue da nicht so gross unterscheiden. Ein wunderbarer Werbespot, Thomas Warzinek, die gewählten 5 Regierungsräte, wie wir bereits gehört haben, die kommen ja alle aus dem Gürtel, eben zwischen St. Gallen und Wil. Wäre es da nicht auch angebracht, eben aus dem südlichen Teil noch eine Vertretung in der Regierung zu haben, so aus dem Gebiet Rheintal, Werdenberg, so ganzes Land?
Also die Frage möchte ich mit einem klaren Jein beantworten. Natürlich ist es wertvoll, wenn man einen Vertreter in der Regierung hat, der die Region aus näherer Sicht her kennt, der Land und Leute nicht nur von der Landkarte und aus der Ferne kennt, sondern der wirklich dort auch zu Hause ist. Auf der anderen Seite zählen am Ende Taten. Also man muss schauen, was haben die Kandidatinnen und Kandidaten in den vergangenen Jahren in ihren politischen Ämtern konkret für das ganze Land gemacht und was geben sie vor, machen zu wollen. Das kann dann am Ende wichtiger sein wie der unmittelbare Wohnort. Beat Tinne, im ganzen Land haben Sie ja auch sehr gut Stimmen gemacht. Setzen Sie sich denn auch für die Region ein, wo sich der Thomas Wachsinnig herkommt? Ja, sehr wohl. Also ich möchte da bei der Schieneninfrastruktur ansetzen. Dann gibt es verschiedenste Berührungspunkte natürlich auch aus meiner Tätigkeit als Gemeindepräsident. Also Wartau grenzt an verschiedene Sarganserländer Gemeinden an. Und da gibt es natürlich auch gemeinschaftliche Projekte. Und deshalb bin ich überzeugt, dass ich sehr wohl aus Sarganserland, aus meiner beruflichen Tätigkeit, mit der Denkweise und mit den Anliegen sehr gut verstanden. Ich bin sogar selber Mitglied vom Lions Club Bad Ragaz und da natürlich auch regelmäßig mit Vertretern aus dem Sarganserland, aus Politik, Wirtschaft zusammen und diskutieren natürlich auch so Anliegen. Jetzt dort, wo man sie kennt, haben Sie schon gut Stimmen geholt, wenn Sie da noch in den urbanen Gebiet machen? Ich denke jetzt beispielsweise an St. Gallen, an Wil, an Linkgebiet. Also ich will natürlich mich auch als Brückenbauer einbringen und durch die breite politische Tätigkeit kann ich natürlich sehr wohl ländliche wie aber auch urbane Themen gleichzeitig vertreten, Verständnis aufbringen, sei das jetzt im ÖV, sei das aber auch in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, aber auch in der Raumplanung. Ich glaube, da braucht es einen gesamtheitlichen Blick und den kann ich sehr gut für alle einbringen und die Interessen auch entsprechend gewichten. Herzlichen Dank, Beat Tinne. Herzlichen Dank, Claudia Graf. Herzlichen Dank auch Thomas Wachsinnig, dass Sie heute hierher gekommen sind. Wie Sie festgestellt haben, sind wir heute nicht im Studio, sondern verrussen. Da hat natürlich der Grund wegen dem Coronavirus, den wir haben, dass wir auch die Vorgaben vom Abstand hier einhalten. In dem Sinn wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns schon bald wieder sehen bei Fokus Politik.